Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist nicht nur schäbig, sondern jedes Mal wieder traurig, zusehen zu müssen, wie die AfD die Opfer schrecklichster Taten für ihren Klamauk hier missbraucht. Es ist traurig. Es ist traurig. Und es ist angesichts dieser Vorgeschichte verdienstvoll, dass sich die FDP und nachher auch die SPD nach Kräften bemüht haben, uns wieder aufzuheitern. Das war jetzt bei der FDP noch im Mittelmaß, weil das ein schwieriges Schauspiel ist. Ich weiß, dass Sie da gar nicht so weit, zumindest an vielen Stellen, von unseren Vorstellungen wegliegen. Sie müssen natürlich heute was anderes vorspielen. Aber die SPD hat da schon ein bisschen mehr nachgelegt. Ich habe dann auf den Kollegen Castellucci gehofft. Der ist normal immer für einen Lacher gut. Er hat jetzt natürlich auch wieder nur die alten Schallplatten hier aufgetragen, wobei ein guter Witz war dabei. Den will ich Ihnen sagen. Den will ich noch mal zitieren. Das war der, der ging ungefähr so, der Witz. Die SPD steht für konsequente Abschiebungen. Wie viel Abschiebehaftplätze haben Sie in Berlin noch mal gleich? Der Kollege Geisel, der ist vorsichtshalber schon mal gegangen, der sucht den Abschiebehaftplatz wahrscheinlich. Der sucht den gerade. Es ist weniger als eins, kann ich Ihnen verraten, nämlich null. Und in dem Bereich zwischen null und einstellig werden sich auch Ihre Ergebnisse bei den Landtagswahlen, die Sie immer so beschwören, bewegen, wenn Sie so weitermachen. Das kann ich Ihnen an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Journalist Jupp Müller hat einen wahren Satz gesagt. Er hat gesagt, Wahrheiten, die niemanden verärgern, sind meist nur halbe. Und zur ganzen Wahrheit gehört, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass in der Asylpolitik der letzten Jahre Fehler begangen worden sind. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, und das ist noch schlimmer, dem Befund müssen wir uns stellen, dass sich in der Frage der Asylpolitik die Menschen in unserem Land und die Politik auseinandergelebt haben. Und mit dem Masterplan Asyl legen wir die Grundlage dafür, dass wir den politischen Kurs mit den Sorgen der Menschen im Land wieder zusammenbringen, dass wir Tempo und Mühe verstärken, wo der Kurs stimmt, dass wir den Kurs justieren, wo sich Dinge weiterentwickelt haben, und dass wir den Kurs ändern und neu setzen, wo Dinge in die falsche Richtung gelaufen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört das Versprechen, dass wir die Hilfsmöglichkeiten und die Hilfsbereitschaft der Menschen in unserem Land, dass die Hilfsmöglichkeiten, die uns die Menschen ermöglicht haben mit ihrer Hilfsbereitschaft, dass wir sie ausschließlich zur Nothilfe nach dem Master Not und nicht zur ungeprüften Verteilung von Wohltaten einsetzen. Dazu gehört auch, dass wir exakt zwischen Flucht, Asyl und Zuwanderung unterscheiden. Das ist eine Ihrer großen Verständnisprobleme, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Sie helfen niemandem, wenn Sie alles in einem Topf werfen, wenn Sie Ihre Kapazitäten überschätzen, an der falschen Stelle einsetzen, sind Sie der schlechteste Helfer. Es gibt immer noch einen gesellschaftlichen Konsens in unserem Land, dass wir helfen wollen, wo Not am Mann ist, aber wir dürfen die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung nicht uminterpretieren, indem wir daraus einen Willen zu einer ungebremsten Zuwanderung ableiten. Einen solchen Konsens gibt es in der Gesellschaft nicht. Dafür haben wir kein Mandat. Zu den Versprechungen gehört auch, dass wir nur denjenigen die Tür öffnen, die bei uns wirklich Anspruch auf ein Asylverfahren haben, und dass wir jene an der Grenze zurückweisen, für die wir nach europäischem Asylrecht nicht zuständig sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gilt gerade für die Frage der Zurückweisung der Fälle, die in einem anderen Mitgliedsland bereits vorstellig geworden sind. Wir reden über 50.000 bis 60.000 Fälle pro Jahr. Vieles ist kompliziert und schwierig. Diese Frage ist einfach. Sie ist rechtlich klar gelöst. Sie ist politisch noch klarer gelöst, weil sie in Europa um uns herum an vielen Stellen praktiziert wird, mittlerweile Realität ist. Und deshalb muss die Zurückweisung an der Grenze zum Maßnahmenpaket gehören, wenn wir nicht Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen wollen. Das sage ich Ihnen an der Stelle ganz deutlich. Weil uns die Leute nicht mehr glauben würden,
dass wir den Willen und die Kraft aufbringen, die schwierigen Probleme zu lösen, wenn wir schon nicht einmal den Willen aufbringen, das Naheliegendste zu tun. Davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich Ihnen am Schluss, sind wir als CSU überzeugt. Wir sind überzeugt, dass die Kursänderung und die vorgeschlagenen Maßnahmen richtig und dass sie nötig sind für das Land und die Menschen, die uns ihre Verantwortung anvertraut haben. Ihr letzter Satz, und in diesem Sinne bitte ich um Verständnis dafür, dass wir das nicht davon abhängig machen können, ob sich der ein oder andere in der Koalition gut fühlt oder wie die Umfragen am einen oder anderen Tag sind. Da müssen wir etwas langfristiger denken. Und das würden Sie vielleicht verstehen, wenn Sie auch einmal bereit wären, Verantwortung. Als nächste Rednerin erteile ich der Kollegin Gabriela Heinrich für die SPD-Fraktion das Wort.